Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute schauen wir zurück auf die Season 3 2020-2021, in der wir Literatur besprochen haben, die zum Thema hatten die Begegnung zwischen dem Osten und dem Westen, zwischen dem, was man umgangssprachlich den Orient nennt, und dem Abendland, dem Okzident. Wir haben begonnen die Season mit Aeschylus, die Perser im frühen 5. Jahrhundert vor Christus, und beschlossen haben wir die Season mit dem Roman von Michel Houellebecq, 2015 erschienen, Soumission, Unterwerfung. Wir haben uns angeschaut, wie diese Begegnung zwischen Orient und Okzident in der Literatur stattgefunden hat. Und mein Fazit ist, dass ohne historische Hintergründe sind die einzelnen literarischen Zeugnisse adäquat nicht beschreibbar. Man muss sehr genau wissen, was der historische Hintergrund, politisch-gesellschaftliche Hintergrund war, vor dem dann so ein Roman, ein Gedicht oder was auch immer gedichtet wurde. Und mein zweites Fazit ist, dass diese 2500 Jahre Begegnung Ost-West nicht einheitlich durchgängig einen Thema haben. Es gibt keinen Tenor, der durchgeht, der einheitlich wäre, sondern die Begegnung ist zu verschiedenen Zeiten höchst unterschiedlich ausgefallen. Wir haben Zeiten der kriegerischen Auseinandersetzung gehabt, Auseinandersetzung, die aber getragen war von wechselseitiger Hochachtung, während man sich gleichzeitig die Köpfe eingeschlagen hat. Dann hat es Zeiten gegeben, in denen die Kriege mörderisch ausgetragen wurden und Hass und Verachtung sich breit machten. Und wir haben Zeiten gesehen, in denen es zu einem friedlichen Zusammenleben zwischen Menschen aus den östlichen Kulturen und den westlichen Kulturen kam. Das war vor allem dann eben die Zeit im frühen und hohen Mittelalter in Andalusien, in Spanien, wo die Araber, die Berber und die europäischen Menschen relativ friedlich miteinander gelebt haben und miteinander umgegangen sind. Nochmal etwas detaillierter den Rückgang schauen wir uns an. Aeschylus, erinnern Sie sich, es war ein Gegensatz zwischen Demokraten und Monarchisten, der damals schon beschrieben war, zwischen den Athenern und den Persern, zwischen den Griechen und den Barbaren. Wobei das Wort Barbar keinen negativen Beigeschmack hatte, sondern keine Verächtlichmachung war zu spüren, sondern es waren einfach die Menschen, die eine andere Sprache sprachen als das Griechische. Und die Niederlage der Perser gegen die Griechen wurde nun aber griechisch gedeutet als Folge von Hybris. Aus dem Munde der Perser sprach der Grieche Aeschylus. Und in diesem Stück ist kein Gespür, kein Interesse zu spüren für die kulturelle Andersartigkeit der Perser, für zum Beispiel eine andere Religion, denn die Perser waren zu der Zeit Zoroastrier, während die Griechen die griechischen Götter verehrt haben. Es war kein Hineindenken zu spüren in die andere Kultur, und das ist doch sehr typisch geblieben für die Begegnung zwischen Ost und West. In der meisten Zeit, fast allen Zeiten war es so, dass der andere ist eben wie ich und kann mit meinen Maßen gemessen werden, und man muss sich gar nicht in irgendeine andere Denke und Fühle hineinversetzen. Dann sind wir der arabischen und persischen Literatur
begegnet. Als erster war Imru Alkais bei uns besprochen worden, ein vorislamischer Dichter. Und bemerkenswert war schon damals in dieser Literatur die Huldigung der sinnlich erfahrbaren Schönheit und der Körperlichkeit der Liebe, die ohne Sünde Gedanken gepriesen wurde. Dann kam die Entstehung des Islam im 7. Jahrhundert und typisch war für die erste Zeit, dass die Menschen, die Muslime waren, nicht verstanden wurden als Menschen von einer anderen Religion. Sie wurden eher als Sektenmitglieder verstanden, was zum Teil eben auch daher kam, dass der Textkorpus des Koran und der Bibel, der jüdischen und der christlichen Bibel, doch auch zum großen Teil Übereinstimmungen kennt. Am Anfang sind die Auseinandersetzungen, so wie sie in der Literatur spürbar sind, die kriegerischen Auseinandersetzungen im frühen und hohen Mittelalter, weniger geprägt durch religiös hergeleitete Motive. Sehr oft wird der Gegner als ebenbürtig geschildert. Eben die Krieger gehören beide einem gemeinschaftlichen Stand an. Sie sind Angehörige des Adels, der Ritterschaft. Und das zählte mehr als die Zugehörigkeit zu einer anderen Religion. Es kam bis zu Freundschaften. Und das wird auch in der Literatur so geschildert. Je christlicher das Abendland dann wird im späten Mittelalter, desto stärker wird das Religiöse betont und wird die religiöse Differenz betont. Ganz außerordentlich finde ich die Begegnung zwischen Ost und West in der Liebeslyrik des hohen Mittelalters. Die Liebeslyrik der Araber in Spanien, in Andalusien, hat die europäische Liebeslyrik ganz stark beeinflusst. Die Troubadour-Lyrik, den Minnesang. Hier ist es zum Austausch von Gedanken gekommen. Ein Austausch um eine Übernahme von Gedanken aus einer anderen Kultur, die dann freilich im Sinne der eigenen Kultur auch umgedeutet wurden. Während die andalusische Liebeslyrik der Araber eben die Schönheit, die körperliche Schönheit, der körperlichen Schönheit huldigt, auch der Landschaft, die Sinne positiv sieht und betont und die körperliche Liebe, den Eros, ganz stark positiv sieht, ist in der abendländischen Troubadour- und Minnelyrik Triebverzicht angesagt. Der Sündegedanke nimmt überhand und das gibt dann eine ganz andere Form von Liebeslyrik, die sich bei uns breit gemacht hat. Bemerkenswert fand ich auch in der Auseinandersetzung mit der arabisch-persischen Literatur, dass wir über viele Zeiten hinweg sehr viele homoerotische Momente in dieser Literatur finden, dass die Liebe zum Wein und zur Trunkenheit geschildert wird, dass es derbe Züge gibt in dieser Literatur, die dann in späteren Zeiten, in der sehr viel strengere, fundamentalistischere Richtungen im Islam aufkommen, spiritualisiert werden, transzendiert werden, wo die körperliche Liebe und die Trunkenheit dann zur himmlischen Liebe und zur himmlischen Ekstase stilisiert wird. Auf diese Weise dann aber haben diese Gedichte dann eben auch in diesen Gesellschaften überleben können. Interessant fand ich dann auch den intensiveren Vergleich zwischen der Ringparabel von Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert und Lessings Ringparabeln. Bei Boccaccio ging es darum, dass sich die Umgangsformen zwischen Angehörigen verschiedener Stände, verschiedener Personengruppen
zivilisieren mussten angesichts der gemeinschaftlichen Geschäfte, die man miteinander in Gang bringen wollte, und der Betonung der Vernunft, die sich dann eben auch in den im Beginn der neu zu gründenden Universitäten breit macht. Und im Unterschied dazu die Ringparabel im 18. Jahrhundert, wo es nicht um ein Verständnis zwischen Menschen aus unterschiedlichen Personengruppen geht, sondern wo im Vordergrund steht die eine Menschheit, die eine Menschlichkeit, der die Gleichheit aller Menschen und der Toleranzgedanke, der sich in der Zukunft erweisen soll. Die Humanität als fortschrittlicher Gedanke, als Leitgedanke, der die Zukunft bestimmen soll und der dann eben auch den Profit für die Menschen garantiert in der Zukunft. Dann der große Zeitsprung, den man machen muss ins Zeitalter der Industrialisierung, wo die Kulturen West-Ost zum einen sich näher rücken, wo es zu einer regen Übersetzertätigkeit von der literarischen Texte von Ost nach West, von West nach Ost kommt, und andererseits ein Übergang zu spüren ist von einem positiven Bild der Orientalen, der guten Wilden, hin zu einem sehr negativen Bild, zum Typus des Primitiven, der hervorgerufen wird durch die technische Überlegenheit des Westens. Die Orientalen werden zunehmend im 19. Jahrhundert als minderwertig, als auch moralisch minderwertig geschildert. Sie sind wie Kinder, sie sind triebhaft, bis hin zu einer Stufe, die den abendländischen, erwachsenen, triebbeherrschten Menschen, vor allem den Mann, gefährden kann. Und andererseits ist dieser weiße, abendländische Mann dann auch fasziniert von der Erotik, die sich dann im Orient für ihn zeigt. Sehr deutlich und sehr frappierend war das zu bemerken im Orientzyklus von Karl May, wo der deutsche Mann eben wirklich eine erzieherische Funktion bekommt gegenüber dem Orientalen, dem er in allen Punkten überlegen ist und der eben auf einer kindlich primitiven Stufe stecken geblieben ist, zum Teil auch sehr sympathisch, aber eben wirklich ein Typ Mensch, der von den Europäern erzogen werden muss in jeglicher Hinsicht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ändert sich ein wenig der Blick vom Westen auf den Osten. Man beginnt sich auch für die Andersartigkeit des Orients zu interessieren. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist Rainer Maria Rilke, der wegkommen will von den Grenzen des abendländischen Denkens und eine Liebe zum Islam, zu einer vollkommen anderen Religion entwickelt, die frappierend und überraschend ist. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dann auch davon nichts mehr zu spüren. Es kommt zu einer Verengung der Sichtweise, zum großen Teil. Und in den nachkolonialen Zeiten kommen dann auch wieder die Religionen ins Spiel, und zwar in ihren politischen Funktionen. Sie wirken identitätssteigernd, und Edward W. Said mit seinem Buch Orientalism von 1978 macht das sehr schön klar, wie verengt der Blick des Westens auf den Osten und umgekehrt des Ostens auf den Westen geworden ist. Für die einen sind die Menschen der islamisch geprägten Kulturen potenzielle Terroristen, und für den Osten ist der Westen ein abzulehnen in seiner liberalistischen, säkularisierten, kapitalistischen Lebensweise. Ironisch und satirisch bringt das dann Michel Houellebecq in seinem Roman
Soumission von 2015 auf den Begriff. Ein Autor, der wirklich eben den Zeitgeist beschreiben kann und der nun eben schildert, wie, was für eine große Angst diese Europäer haben vor einer Übernahme der Macht in ihren Ländern durch die Muslime. Und das ist etwas, was doch bis heute immer wieder im Hintergrund der Auseinandersetzung des Westens mit dem Osten da ist. Diese große, große Angst vor den Kulturen des Islam, vor dem Mittleren Osten. Man hat große Vorbehalte gegen Menschen aus diesen Kulturen, aber das oft und meistens ohne große Vorkenntnisse, ohne große Kenntnisse dieser Kulturen. Ich finde, sehr hübsch bringt das diese Anekdote von Groucho Marx, die Said in einem Podiumsdiskussion bringt, auf den Begriff. Und andererseits dann natürlich auch antiwestliche Vorbehalte, das ist keineswegs zu leugnen. Der Blick engt sich ein. Es findet eine zum Teil sehr starke fehlende Übersetzertätigkeit und damit Kenntnis der Texte statt, der Sprache, der Kultur der anderen, für die wir uns nicht interessieren angesichts dieses blockhaften Denkens, das sich immer mehr auch im Mainstream breit macht. Die große Angst, wechselseitige Angst vor den anderen. Das Gute ist bei so einem Rückblick, der 2500 Jahre umfasst, dass man sieht, dass es nicht immer so war. Und das heißt, dass es auch nicht immer so bleiben muss. Dass diese Verschwörungsgedanken, die im Moment auch in unserer Gesellschaft da sind und sie zum Teil dominieren, verschwinden können und dass wir doch auch wieder zu einer sehr viel entspannteren wechselseitigen Sicht kommen können, wenn sich die Zeiten ändern, und können wir hier alle nur hoffen. Mein Rückblick über Ost-West von Oktober 2020 bis jetzt Juli 2021. Ich habe so viele wunderbare Literatur kennengelernt. Ich habe wunderbare Lyrik kennengelernt, auch moderne Lyrik in der Türkei, in Persien, das als eine große Freude ist, und sie macht neugierig, diese Literatur. Sie macht neugierig darauf, mehr wissen zu wollen über die anderen und vielleicht auch unsere jeweiligen Kulturen etwas differenzierter begreifen lernen. Das ist die große Hoffnung, das ist das, was ich in Zukunft auch für mich mir vorgenommen habe, dass ich mehr Literatur aus Ländern des Vorderen Orients bis hin weit nach Persien, Afghanistan, Pakistan, bis weit in den Osten hinein kennenlernen will, um auch Angst, die ja jeden von uns immer wieder beherrscht, die Angst vor dem Andersartigen, zurückzudrängen. Wir sehen uns wieder im Oktober nach einer zweimonatigen Sommerpause. Und dann überlege ich mir, was ich da für Texte in der Season Nummer 4 heranziehen will, der Season 2021-2022.